Hi, ich bin Birte aus Engelbostel und freue mich, dass ihr beim Gute Nacht Post heute dabei seid. Ich möchte ein bisschen von Ubuntu erzählen, was das ist und was wir daraus mitnehmen können und wie ich Ubuntu in Südafrika erlebt habe, wo ich nämlich Anfang des Jahres für ein paar Wochen war. Sucht man im Internet nach einer Definition für Ubuntu, erhält man ungefähr Folgendes. Ubuntu bezeichnet eine Lebensphilosophie, die im alltäglichen Leben aus afrikanischen Überlieferungen heraus vor allem in Südafrika praktiziert wird. Es bedeutet übersetzt in etwa Menschlichkeit, Nächstenliebe und gemeinsam, sowie die Erfahrung und das Bewusstsein, dass man selbst Teil eines Ganzen ist. Ein universelles Band des Teilens, das alles Menschliche verbindet. Im 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 12 bis 13 steht: Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Es geht also um ein Miteinander, um eine Verbindung und um das Teilen und füreinander Dasein. Als ich in Südafrika war, habe ich inmitten dieser für mich völlig anderen und neuen Kultur gelebt. Dort habe ich viel Neues aus anderen Perspektiven erleben dürfen. Mich hat sehr beeindruckt, mit welch einer Lebens- und Umgangsphilosophie die Südafrikaner miteinander umgehen, denn in so einem Miteinander hatte ich das vorher noch nie gesehen. Dazu gehörte die Dankbarkeit. Ich habe noch nie erlebt, dass Menschen so dankbar sind, für jede auch nur klitzekleine Sache, aber auch für die Großen. Dankbarkeit für das Essen, für das Wasser, ob sauber oder nicht, für das Heim, ob es eine kleine Wellblechhütte für 5 Leute ist oder ein großes Anwesen für 2. Dankbarkeit für die Menschen. Menschen leben in unterschiedlichen Verhältnissen, doch es wird nicht Trübsal geblasen, sondern gedankt. Außerdem die Fröhlichkeit. Noch nie habe ich so ehrlich fröhliche, offene, herzliche Menschen getroffen. Einfach aus Offenheit und Freundlichkeit mal zum Nachbarn gehen und kurz plaudern. Und immer ein Lächeln für andere Menschen haben. Ich habe gesehen, dass sie die Menschen so nehmen, wie sie sind. Bodyshame, wie wir ihn kennen, habe ich kaum erlebt. Jeder Mensch wird so genommen, wie er ist und sein möchte. Und in jedem Menschen wird etwas Gutes gesehen. Gegenseitige Unterstützung. Obwohl viele Menschen mit ihren eigenen Situationen und Problemen zu kämpfen haben, sind sie nie zu beschäftigt, um anderen zu helfen. Und sie haben nie zu wenig, um nicht zu teilen. Es scheint keine Überwindung zu sein, aufzustehen und alles nur Mögliche zu tun, was man tun kann, um anderen zu helfen, obwohl man selbst nichts davon hat. Als ich diese Weise des Miteinanders bei den Menschen in Südafrika beobachtet habe, wusste ich noch nichts von Ubuntu. Aber für mich ist es eines der schönsten Dinge, die mich an dieser Kultur so begeistert und so bereichert haben. Ich finde, auch wir sollten ein bisschen was aus Ubuntu mitnehmen und übernehmen und uns auch gegenseitig zu der Offenheit einladen, zu sehen, wie andere Menschen mit ihren Mitmenschen umgehen und eine gute Botschaft weitertragen. Lasst uns beten. Gott, wir danken dir, dass wir durch den Austausch zwischen Menschen so viel dazulernen können. Hilf uns, auch so einen respektvollen und nächstenliebenden Umgang zu unseren Mitmenschen aufzubauen und zu intensivieren. Hilf uns, das Gute zu sehen und dankbar zu sein für alles Große und Kleine, denn du gibst uns so viel. Hilf uns, fröhlich und offen zu unseren Mitmenschen zu sein, und sie nicht unwirsch zu behandeln, wenn wir persönlich mal einen schlechten Tag haben. Hilf uns, weniger zu verurteilen wegen Oberflächlichkeiten und hilf uns in dem Versuch, die Menschen besser kennenzulernen und ihre positiven Eigenschaften zu schätzen. Und Herr, bitte hilf uns dabei, uns gegenseitig zu unterstützen, wenn wir helfen können, so wie du uns hilfst, wenn wir Hilfe brauchen. Amen. Seid mutig und stark. Habt keine Angst und lasst euch nicht von ihnen einschüchtern. Der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich.